Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Schiff vom Stapel gelaufen. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Schiff vom Stapel gelaufen. Der Falke ist bereit. Koordinaten gesetzt. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Produktion wurde angehalten. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ziele in Sicht. Nur ein paar Wellen entfernt. Thank you.
Erledigt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Noch auf den großen Knall. Schiff vom Stapel gelaufen. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hat denn die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist da noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Dein Haus der Lüge erstrahlt in hellem Glanz. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Samuel Goods, Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Ich biete Ihnen wie... Der Falke ist bereit. Flotte segelt in Formation. Segel setzen! Thank you.
Ziele in Sicht. Oh, ich... Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Er ist bereit zum Transport. Neue Ziele. Oh, sagen Sie nicht, dass ich... Ei! Ihre Majestät ist nicht... Was soll das denn für ein lächerlicher Club werden? Sie ist klein, aber oho. Wie ich sehe, erfreuen Sie und Ihre Freunde sich bester Gesundheit. Oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. Manchmal ist es schwer zu vergessen. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen können. Da ist er ja. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben, aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Mit Bright Sands können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Erledigt. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass Sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Boom. Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Eisen zu Stahl? Und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Und der Mörder, sein ehemaliger Zellengenosse, läuft frei herum. Das heißt, er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor.
Jemand versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus. Dem sollten wir nachgehen. Ein ausgetrockneter Teich, der sich nach einem... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das Emporium Exotique freut sich über deine Gunst, wenn du sie dir leisten kannst. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht ist er der Lieferant. Ich wähle nur die Figuren. Handeln werden sie selbstständig. Gestank eines Mörders. Lass ihn nicht entkommen. Wen haben wir denn hier? Samuel Goods Nachkomme. Ich sehe, du willst deinem Vater folgen. Er gibt sein Verbrechen offen zu. Greif ihn dir! Wurm zerfressen. Natürlich. Die Insel, wegen der er des Verrats beschuldigt wurde. Darum geht es. Zweifellos hielt Vater dieses Symbol für relevant. Wenn es jemand entschlüsseln kann, dann Madame Kahina. Ein letzter Blick. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Das Zeichen der Euphoria, das Auge der Sonne. Es verbrennt all jene, die es erblicken. Ich wusste nicht, dass dein Vater von den Euphorien heimgesucht wurde. Ein Todesurteil. Du magst ein furchtloses Kind sein, doch geh nicht in die Macht. Stich nicht mitten ins Wespennest.
Das Tagebuch allein reicht nicht aus, um Sir Archibald zu überzeugen. Aber es wird ihn zum Nachdenken anregen. Schiff unter Beschuss. Was haben Sie da im Schlepptau? Dieses Zeichen ist also eine Morddrohung? Aber Ihre Majestät erhielt dasselbe. Auf einem schmucklosen Umschlag mit einem Stempel aus den Kolonien. Wir wissen immer noch nicht genau, wie Ihr Vater in all das verwickelt war. Doch ich fürchte, die Antwort liegt irgendwo im Westen. Samentos letzter Aufenthaltsort ist alles, was wir kennen. Wir müssen die Expeditionsroute sehr sorgfältig planen. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldovat. Sie sind nicht ohne Glanz. Ich werde niemals seekrank. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben.
Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Wir wären dann soweit.
Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise Ihrer Majestät zu beeinflussen. Normalerweise hält man seine Versprechen. Bringen Sie uns in ruhiges Fahrwasser. Ihr Hafen wird angegriffen. Das musste jetzt in Druck gehen. Ihr Hafen wird angegriffen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ihre Insel wird angegriffen. Ihr Hafen wird angegriffen. Ein Fleck weniger auf der Landkarte. Ihr Hafen wird angegriffen. Ihr Hafen wird angegriffen. Ihr Hafen wird angegriffen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Bringen Sie Licht ins Dunkel. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen Ihrer Majestät noch antun, das die Pyrphorier nicht längst getan haben? Isabel Sarmento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel Ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um Sie steht. Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphorier ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben.
Doch als ich den Pyphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von Ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? Äußerst.